einmal für das Bild. Und all das, was wir machen, wir, die wir jetzt hier sind, dient eigentlich dazu, die Gläubigen, die Pilger, die auf das Feld kommen, die ab 4 Uhr früh morgens mit dem Zug fahren können und ab 8 Uhr tatsächlich auf das Feld kommen können, ab 13 Uhr immer mehr auf diese Vesper mit dem Heiligen Vater einzustimmen. Das ist unser Job sozusagen. Dazu sind Sie da und ein ganz herzliches Dankeschön als erstes, dass Sie bereit sind, dass ihr bereit seid, vor allen Dingen auch Zeit, Mühe, Energie und Lust vor allen Dingen einzusetzen, damit das morgen einfach ein gutes Fest wird, ein schönes Fest wird für alle, die da sind und vor allen Dingen natürlich auch für uns. Auf unserem Pilgerfeldabschnitt ist noch keinerlei Pilger zu sehen, von daher haben wir auch noch keinerlei Stress. Wir sind zu 30 Helfer hier auf unserem Abschnitt des Pilgerfeldes eingestellt und müssen die Kordel hier bewachen. Also verhindern, dass jemand durch die Kordel hüpft und besonders ab 4 Uhr, wenn geschlossener Bereich ist, darf keiner mehr den Block verlassen, weil dann die Papamobilstrecke gesperrt ist für den Heiligen Vater. Da müssen wir halt aufpassen, dass keiner sich quetscht oder irgendwie den Block verlassen will. Wir unterstehen also der Security, die Menschen in Schwarz mit den gelben Westen und die Sicherheitsbereichsleiter mit den blauen Westen. Also mich freut es einfach, dass einmal hier ist es hier, scheint es, als wenn hier so ein Festival ist. Also die Deckung finde ich toll hier um uns herum, die Essensbeutel. Dann gibt es hier die Kinder, die mit ihren Spielen, Bilderbüchern hier herumsitzen. Dann gibt es etliche Leute, die bereiten sich jetzt schon, um gleich ihren Auftritt vorzubereiten und dann um 1 Uhr zu beginnen. Ich habe den Eindruck, dass hier auch viele Familien zusammen sind, die also so in dem Sinne heute das Haus dicht gemacht haben. Wir wurden heute drauf angesprochen. Ach, ihr seid doch die, die gestern Abend im Fernsehen waren. Also, ja. Ein bisschen berühmt schon. Nein, also ich eher irgendwie so, naja, wie sahst du aus? Wir haben es selber nicht gesehen. Das macht einen schon irgendwie so ein bisschen stutzig. Aber wir haben vorhin nochmal, als wir hier noch gewartet haben, bis wir ins Zelt dürfen, haben wir nochmal geübt ein bisschen. Wir waren ja schon 3 Stunden vorher hier oder so. Getreu dem Vorbild der heiligen Maria Magdalena betreiben wir heute mit rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Schulen, Kindergärten, Wohnheim für Senioren, allein für alleinstehende Mütter, Jugendsozialarbeit, Krankenhäuser und Seniorenheime und Wohngemeinschaften und sind vor allem auch im pastoralen Dienst tätig. Wir engagieren uns in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, Bolivien, Brasilien, Mosambik und Rumänien. In diese Länder entsenden wir auch jedes Jahr unsere Missionare auf Zeit. Wir haben eine bei uns, Monika Blum ist eine von ihnen aus Rheinholterode. Als Missionarin auf Zeit habe ich in der Stadt Leme in Brasilien im Kindergarten und in anderen sozialen Projekten der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel gearbeitet. Meine Zeit in Brasilien brachte mich in eine Welt, die ich bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte. Und nun stand ich mittendrin. Ich war Teil dieser Welt. Und ich bin es immer noch. Hier in Deutschland zählen wir zu dem winzigen Teil der Weltbevölkerung, die sich über solche grundlegenden Dinge wie Trinkwasser keine Gedanken machen muss. In unseren Köpfen sollte also noch Platz sein für unsere Mitmenschen auf diesem Planeten. Vielen Dank Ihnen beiden. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Elisabeth, für eure Aufführung. Dankeschön.
Wir wollen uns nicht nur mit Filmen und Musik einstimmen auf den Besuch von Papst Benedikt, sondern auch geistlich ein Stückchen mehr. Deshalb lade ich Sie nur ein, mit mir ein Gebet zu unterbrechen, dass wir in diesem des Menschen, ist oft heute als Leitbild modernen Lebens propagiert, das leicht seinen verfeinerten Egoismus umschlägt. Vielmehr ist es die Haltung der Hingabe des Sich-Weggebens, die auf das Herz Marias und damit auf das Herz Christi ausgerichtet ist und auf den Nächsten ausgerichtet ist und so uns erst uns selber finden lässt. Wo Gott ist, da ist Zukunft. In der Tat, wo wir Gottes Liebe ganz über unser Leben und in unserem Leben wirken lassen, da ist der Himmel offen. Da ist es möglich, die Gegenwart so zu gestalten, dass sie mehr und mehr der Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus entspricht. Dort haben die kleinen Dinge des Alltags ihren Sinn und dort finden die großen Probleme ihre Lösung. In dieser Gewissheit beten wir zu Maria. In dieser Gewissheit glauben wir an Jesus Christus als unseren Herrn und Gott. Amen.